Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Football Manager 2020 zusammen mit Micha und Jan. Hi. Moin. Ich geh weg. Tschüss. Ne, wir spielen natürlich erst im Dezember jetzt hier eine ganz, ganz viele Spiele und jetzt hier Taktik bereden und so. Bis gleich. Tschüss. So, ich muss eigentlich nicht viel bereden. Es lief aktuell nicht so gut. Hätte mehr, ja, ich habe es letzte Folge gesagt, also wir spielen besser, als es vom Punktestand tatsächlich aussieht. Und ich muss irgendwie Punkte ergattern. Frankfurt, Augsburg, Dortmund, Bremen, Leverkusen, keine einfachen Gegner. Bei uns ist kein Gegner einfach, so würde ich es einfach mal sagen. Wie ich habe letzte Folge angekündigt, wir steigen wieder auf meine eigen entworfene Gegenpress-Taktik oder Kontertaktik um. Und ich werde es jetzt so machen, dass ich viel öfter die Taktiken change. Ich habe nämlich eine private Karriere und da hat das relativ gut funktioniert. Ich kann euch nichts versprechen. Ich probiere. So Leute, es geht los. Mainz zu Hause gegen Frankfurt, direkt der erste Spieltag. Für mich zumindest. Ich würde sagen, das wird hart. Ich hoffe, dass der Spielsound einigermaßen passt. Ich habe da nämlich was umgestellt gehabt und ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich es richtig einstelle. Oh, ich spiele ja ganz, ganz oft unentschieden. Das wäre jetzt so eine Partie, wo ich mit unentschieden gar nichts zu meckern hätte eigentlich. Ich habe jetzt übrigens den Querpass-Hack. Echt? Ja. Jetzt gewinne ich immer 8-0. Quaison! Oh. Oh. Ich glaub dir das sogar. Das ja. Jetzt, wenn ich jetzt gewinne, dann glaubt das mir sowieso. Aber hast bis jetzt das alles so glaubwürdig eingestellt, sodass es nicht nach Hack aussieht? Und dann so am Ende, so 90. Minute, so 1-0 gewinnen. So. Ja, das reicht ja, oder? Ja, klar. Ich bin ja nicht doof und stell ein, dass ich jedes Spiel 10-0 gewinne. Ja, so schlau. Da oh, ist der das Konter. Ist es. Oh, da war halt leider keiner für einen Querpass, ne? Geht halt nicht. Du musst halt noch einen 1 gegen 1 Hack machen. Ja, ich weiß, aber wenn da einer gewesen wäre, ne? Halbzeit, 9-8 Schüsse. Leider nur 3-4 aufs Tor, aber dafür, dass wir gegen Frankfurt spielen, sehr ausgeglichen. Ich bin zufrieden. Wenn wir jetzt keine Klatsche kassieren, sondern uns ein Unentschieden irgendwie retten, dann wäre das schon mal gut. Sieg wäre absolut krass, aber davon träume ich nicht, weil Platz 18 und so, ja, weißt du. Jetzt der Querpass. Alter, du! Hä? Oh. Quaison! Oh. Das war doch eher ein Pass, oder? Das der Querpass, ist doch egal! Vielleicht habe ich den auch falsch eingestellt, so dass er so, ne, weiß. Ja, nicht alleine, weil er macht ihn ja sowieso nicht. Spiel doch quer! Du bist so ein Hund! Aber er spielt ja auch nicht. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Wenn andere vorne sind, spielen sie ja nicht quer, also macht's auch keinen Unterschied. Ja, du brauchst einfach gar keine Tore mehr schießen. Scheiße, dieses Spiel! Ich spiele seit 5 Minuten und könnte mich schon wieder absolut aufregen für diesen Dreck. Ich meine, das hat ja auch nichts mit der Taktik zu tun, dass man ja, das dann nicht abspielen. Das hat einfach was mit Dummheit. Bist du ein Untermensch oder kannst du klar denken? Ja, es ist halt wirklich so. Es kotzt mich an, Alter. Aber von unentschieden. Ja. Zu heulen. Ich flipp hier aus. Oh. So krass ist wie Scholloi, Junge, wohin? Der schießt safe wieder aufs Tor. Oh, Alter, was ist das? Oh, ich weiß es nicht. Habe ich so eingestellt. Ja. Alter, wir hätten so gewinnen können. Das ist so traurig. Ich hasse es. Und das ist genau das, was ich am Anfang der Folge gesagt habe. Wir spielen eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist, ja, mach erstmal Zeitspiel, obwohl ich es nicht eingestellt habe, du Arschloch. Latza, schieß einfach, das ist besser als alles andere. Mateta! Alter, ist mit Mateta in der Nachspielzeit, ich hab's so gesagt. Ich auch! Ich hab jetzt schon geheult und da ist es! Gegen Platz 3. Gegen Frankfurt, five up. Nee, okay, wenn jetzt noch was bist. Genau das, was er gesagt hat, was passiert. Was jetzt nochmal eins für die Tordifferenz. Ja, doch, für die Tordifferenz. Hast du dich eingestellt? Jawoll!
Yes! Nächstes Spiel, weiter geht's. Die Mainzer, die sind mit guter Stimmung aus dem Derby angereist nach Augsburg und wollen hier weiter punkten, auch wenn die Augsburger deutlich besser dastehen, aktuell eine richtig, richtig gute Form haben und die deutlich bessere Quote. Ich will punkten, Gas geben, genauso gut spielen wie gerade eben und in der letzten Sekunde das Tor noch machen, damit wäre ich zufrieden. Ich weiß, was Augsburg kann, ich weiß, dass das nach hinten losgehen kann. ETF Onisivo rennt alleine aufs Tor, aber das ist halt immer so ultra ungefährlich. Und Kubek hält den. Avuini, ja, kein guter Schuss. Ja klar, Augsburg ist auch unten. Die sind auch auf Platz 13 jetzt nicht so krass, Gregoritsch. 1 gegen 1 Duell gemacht, was ist das denn? Ich wollte gerade noch mal einen Satz zu Ende reden, dass sie halt aber trotzdem diese extrem gute Form haben. Und dann macht ihr hier eine 1 gegen 1 Situation. Das halte ich für einen Cheat. Wir sind nicht so bekannt dafür, viele Tore zu machen. Oh, Mateta. Wenn wir hier noch was reißen wollen, dann dürfen wir Augsburg nicht nah rankommen lassen. 2-0 würde schon ein Teil des Genicks brechen. Jetzt Mateta. Oh, er lässt sich einholen und dann probiert es, aber das war schon crazy. Also, ja. Jawohl! Er sitzt! Arun Mertin macht die Vorlage in der Schlussphase der ersten Hälfte. Ja, so wollte ich das. Wie gesagt, wir sind nicht so dafür bekannt, viele Tore zu machen. Ganz, ganz wichtig, dass wir hier wieder ausgleichen. Oh Gott! Alter! Leck mich am... Welchen Platz ist denn? Augsburg? Gleich Platz 12. Oh, Müller. Okay, ja, immerhin unentschieden. Was willst du machen? Also... Wir sind ja aktuell der unentschieden König. Oh komm, er pfeift nicht ab. Ja, warum pfeift er nicht ab? Schade. Jetzt pfeift er ab. Ja. So Leute, damit starten wir rein gegen Dortmund. Wir sind wieder zu Hause. Die Borussia, das ist eine harte wir Mannschaft. Wir wollen Mateta sehen. Schauen wir mal, ob der spielt, ich weiß es selber nicht. Ja, ob der auf der Auswechselbank spielt. echt jetzt? Ich weiß es nicht. Ist ja. Er drauf? Alter, wieso weißt du nicht, wer spielt? Ja, keine Ahnung. Ja. Oh! Guck, da hat das Innennetz nicht gewackelt. Schiebung! Wann wackelt denn das Innennetz? Wenn das Ding hinten hochgeht, dieses... Teil da, dieses Netzhalte-Teil da hinten. Ja, das verstehe ich auch nicht. Oh, jetzt! Ah, Quaiss, und du bist so gut eigentlich, aber der Schuss, was war das? Wo das Netz unten am Boden befestigt ist hinten. Ja. Wenn du ein Tor schießt, muss man halt drauf achten. Das hebt, das springt immer hoch, ab. Ja. Und das war das bei springt mir. Das immer das Netz hinten. Maxim! Zick, zick, zick. Ich sag's nicht. Siehst du gleich, wenn Dortmund Tor macht. Dein Wohl, meins ist hier dran. Guck mal hier. Quaison. Jetzt ein Schuss. Oh, das Innennetz hat auch schon gewackelt. Ja. Hast du es nicht gesehen, wie es hochgebounced ist? Ah, das gucke ich mir dann an. Nein! Oh, das Innennetz hat gewackelt. Hinten die Ecke. Ja. Bin ich abgehoben. Oh Mann, Micha. Warum machst du sowas? Ich kenne doch das Spiel. Ja, danke für nichts. Jetzt waren sie gleich 2-0. Jan hatte irgendwie 16 Schuss. Oh ja, 2-0. Hast du gesehen, wie das Innennetz zappelt? Ich krieg's kotzen, ey. Wir waren nicht schlecht. Und jetzt kriegen wir die Tore. Warum, ey? Mateta. Quaison. Quaison. Das Innennetz. Oh. Bücke jetzt ein Tor. Jetzt Hummels, jetzt, oh, 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 oh. Zeigt erstmal Dortmund wieder, wo es im Netz ist. Mann, hör doch auf! Du jinxst das auch immer.
Ich feuer mich ja gleich. Ja, bei mir hat das auch gedrückt. Ja, eben, ey, so ein Scheiß. Ich mute ihn gleich. Jan, lass mal in meinen Server gehen, er kann nicht rüberjoinen. Oh, gut. Oh, gut abgefangen, jetzt. Oh, Kaison, das muss es sein. Das war so gut gespielt. Was ist das? Und es ist noch nicht an der Ecke? Oh mein Gott, Kaison, nehmen das Tor. Da gehen die Torschüsse verloren. Alter Vater, ist der schlecht. Will niemand kaufen. Jetzt nochmal. Ah, schon wieder, der ist eigentlich gut, aber er jetzt macht die Tore jetzt nicht. Oh, was? Mann, es war so verdient. Das gibt's nicht. Dortmund im Glück. Und dafür machen sie jetzt. Dann ey, Micha, ne? Ey, Micha. Also der Anschluss wäre verdient und wenn wir ihn machen würden, dann geht das Spiel nochmal ganz in eine ganz andere Richtung. Aber wenn wir nicht machen, dann wird Dortmund das runterspielen. Oh. Alter! Was ist da für rot? Was? Okay, das Spiel ist vorbei. Micha ist so ein Hurensohn, er hat's wieder gejinxt. Nee, oh, oder? Ist gar nichts passiert. Roter wird es nicht, da hat der Schiedsrichter keinen Ermessensspielraum. Und selbst Fortuna. Hallo? Mike, mach mal was. Ohne Spaß, 2-1. Jetzt provoziert er mich auch noch. 2 zu 1, komm schon. Ich find's gut, dass Fortuna führt. Jetzt führen sie nicht mehr. Nice. GG, Werner hat es 1-1. Werner hat es 1-1 gemacht. Ja, keine Ahnung, gegen Dortmund kann man es irgendwo verstehen. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich gut gewesen, wenn wir hier wenigstens unentschieden rausholen. Wenn wir ein bisschen mehr Glück gehabt hätten, hätten wir auch ein Tor gemacht und dann wäre das Spiel wahrscheinlich in eine andere Richtung ausgegangen, aber tja. Oh, und die spielen mit Fünferkette. Oh mein Gott, dann haben wir jetzt schon verloren. Ja, egal, Leute, ich begrüße euch hier recht herzlich hier im Weserstadion an der Weser. Wir sind angereist, Mainz. An der Weser. Mainz 05, ja. Wir sind übrigens an die Weser angereist, ne? Nur nochmal, da fliegen wir gleich rein nach dem Spiel, weil wir wahrscheinlich verlieren. Nee, keine Ahnung, ich habe Angst, hier wechselbedingt, rote Karten, verletzt und so. Alter, da haben wir mal nicht so viel so. Maxim, der TTTTT, der spielt auch, ja. Der hat Bock, keine Ahnung. Okay, du musst gewinnen. Oh, Leipzig, ich bin auch Leipzig-Fan. Rune Murder, nee, halt die Fresse, ich bin nicht Leipzig-Fan, die sind ja dann über mir, wenn die auch gewinnen. Oh, nee. Maxim, du! Oh! Ah! Ich weiß nicht, was das ist. Der zieh, der, Alter, so ein Spacken ist das. Oh. Arun! Jetzt ist es drin. Zu! Jetzt! Nein! Ah! Ich krieg's kotzen. Ah, Mann. Nein! Mann, das gibt's nicht! Wir liegen wieder 2-0 zurück und das ist gegen Bremen echt scheiße, Mann. Alter! Nice! So gut! Ein Mann weniger! Ich krieg's das Kotzen, dieses Spiel ist einfach Betrug. Warum verlierst du eigentlich? Ich glaube, ihr stellt mir wieder einen neuen Trainer bald. Es wird nicht mehr lang halten. Ah, 3-0. 13-0 verloren. Einfach schlecht. Vor allem, wenn man sich die Statistiken anguckt, das ist einfach lächerlich. Leute, Vorstand ruft, ich mute mich. Tschüss. So, das Ding ist, ich weiß nicht, was ich antworten soll. Eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich nicht mehr die Hoffnung habe, beziehungsweise nicht mehr den Glauben daran habe, dass ich dieses Team, diese Mannschaft noch rumreißen kann. Wie gesagt, ich bin mit der Leistung eigentlich nicht unzufrieden. Allerdings kommen die Ergebnisse nicht dabei raus, die ich mir hoffe, und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Deswegen bin ich eigentlich in so einer Situation zu sagen, es macht sowieso keinen Sinn mehr. So, auch hier ist es wieder schwierig. Natürlich kann ich jetzt zurücktreten, will ich aber nicht, habe ich ja gerade gesagt. Unruhe ist das Letzte, was der Club jetzt noch braucht, würde ich einfach mal sagen. Ja, okay. Aber das ist in Ordnung. Ja, muss ich halt mitleben. Ich bin raus. So, Leute, damit würde ich sagen, ist meine Dezember-Folge beendet. Ich muss mich jetzt dann schon mal von euch verabschieden. Wir sehen uns im Januar wieder mit einem neuen Team. Ich bin gespannt, welches es wird und ja. Lasst ein Like da, wenn es euch trotzdem gefallen hat.
Es tut mir echt leid für alle Mainzer Fans unter euch, aber irgendwie hat es nicht sein sollen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao. Ciao.